Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, also der letzte Spieltag dieser Saison und gleichzeitig auch die erste Folge von Pan Fried Pogo. Und während Gesamt-Fußball-Deutschland natürlich aufs Meisterschaftsrennen blickt, ist doch langweilig. Immer Bayern, immer Dortmund, schauen wir auf eine ganz andere Partie, und zwar Union Berlin gegen Werder Bremen. Union kann nämlich, wenn es am Wochenende gut läuft gegen Bremen, tatsächlich in die Champions League kommen. Union Berlin in der Champions League. Aber erstmal muss Werder Bremen aus dem Weg geräumt werden. Und wir schauen genau auf diese Partie. Und gleichzeitig kochen wir auch ein wildes Fusion Kitchen Rezept. Berliner Küche, Bremer Küche, wild gemischt. Und das Ganze probieren wir und reden natürlich auch über Fußball zusammen mit der Union Berlin Volllegende Thorsten Matuschka. Also ihr merkt, es ist einiges los hier heute. Also würde ich mal sagen, wir legen direkt los. Ja, während ich hier ein Kilo Kartoffeln schäle, kann ich euch mal erklären, was wir vorhaben bei Pan Fried Pogo. Ist ja vielleicht ganz sinnvoll bei der ersten Folge. Wir wagen hier Food-Experimente, die sich ableiten aus Sportereignissen, die wir uns raussuchen. Heute also Bremen und Berlin. Die Küche mixen wir wild durcheinander. Es gibt den Berliner Klassiker. Das ist die Boulette mit dem Kartoffelsalat. Aber das Ganze bekommt einen heftigen Bremer Touch. Ob es schmeckt, wir werden es herausfinden. Habe ich übrigens gekocht mit Kümmel im Kochwasser drin. Einen weiteren Trick, den ich gelernt habe, soll den Geschmack verbessern. Kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht beschwören, dass man das auch wirklich schmeckt. Hier ist eine Fliege in der Küche. Was machen? Ja, ich weiß nicht. Ist das mein Aufgabenbereich oder dein Aufgabenbereich? Ist das Technik oder ist das Kochs? Das Problem des Kochs. Schnell, die ist am Fenster. Oh nee, die können wir nicht. Die Biene müssen wir retten. Warte. So, kleines Bienchen. Du wolltest die töten, ey. Bienen tötet man nicht. Ist bestimmt auch verboten oder so. Stehen unter Naturschutz. Okay, ein Kilo Kartoffeln. Bisschen Pfeffer dran. Salz kommt nicht direkt dran, zumindest erstmal. Sondern wir arbeiten mit Gemüsebrühe. Wasser muss jetzt erstmal aufgekocht werden. Und dann kommen 100 ml richtig starke Gemüsebrühe. Also nimmt viel mehr, als angesagt ist. Und das machen wir dann da drüber und lassen das so 10, 15 Minuten einweichen. Siehst du hier irgendwo einen Messbecher? Den vorhin hier irgendwo hingestellt. Ich finde es selbst lustig, ne? Hier ist ein anderer. Vorhin war der noch aus Plastik. Richtig fetter Brocken Gemüsebrühe. Also mehr, als auf der Packungsanleitung steht. Ich bin dir ja noch den Bremer Touch schuldig, Davide. Ne? Also hier haben wir Frühlingszwiebeln, Gurken, Apfel, Eier, die ich jetzt noch kochen muss. Das ist ein klassischer Berliner Kartoffelsalat. Aber hier kommt jetzt noch der Bremer Touch dazu. Das ist Grünkohl. Der ist natürlich gerade nicht in der Saison, dementsprechend tief gefroren. Hat einen ziemlich intensiven Geschmack. Keine Ahnung, wie viel ich davon reinmachen muss, kann, darf und ob es überhaupt zusammen schmeckt. Heute finden wir es heraus. Und das war ja nur der Anfang. Mit den Buletten habe ich noch was viel Schlimmeres vor. Aber darum kümmern wir uns später. Während die Eier hier rumbommeln, müssen wir uns ja auch noch um die Vinaigrette für den Kartoffelsalat kümmern. Hat einen ziemlich intensiven Geschmack. Liebe Bremer, kommentiert runter. Was fehlt? Weiß es nicht. Schmeckt nach nichts, ist so wie Spinat. Also ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Aber schmeckt nach wenig, aber gut. Eine Kartoffel schmeckt ja auch nach wenig, erstmal. Mit Vinaigrette und so weiter kann ich mir vorstellen, dass das wird. Eier schön abschrecken. Das ist eine Kunst für sich, das Eierschälen. Wir sind soweit. Jetzt kommt alles rein, was in einen normalen Kartoffelsalat reinkommt. Aber dann eben auch noch unser Bremer Touch. Liebe Berliner, liebe Bremer, der Grünkohl. Du willst eine Reaktion, ne? Erst nachher. Bis Thorsten kommt, kann ich schon mal ein bisschen die Buletten vorbereiten. Leute, Zwiebeln schneiden. Dann ein Brötchen
Da gibt es verschiedene Taktiken, sage ich jetzt mal. Aber ich schneide schon vorher rein, klein und lege es dann in Milch ein. Befolgt am besten das Rezept von eurer Oma, falls die aus Berlin kommt. Wenn nicht, geht ins Internet und sucht nach Rezepten. Tische kommt, dann würde ich sagen, verkabeln wir den Jungen mal und lassen ihn rein und sehen uns in einer Sekunde. Da ist er, the one and only Thorsten Matuschka. Ich habe dich vorhin schon angekündigt, bevor wir hier angefangen haben mit dem Kochen, als, Achtung, Union Berlin Volllegende. Volllegende? Volllegende. Okay, ich weiß, was heißt denn Legende und Volllegende? Was ist da der Unterschied? Ja, du bist doch der Experte, nicht ich. Ach, du, Legende, das entscheiden ja wahrscheinlich die Fans oder wer auch immer. Ich bin froh, dass ich so lange da spielen durfte, so viele Spiele machen durfte. Eins weniger als Trimi, der letzte über 300 Spiele gemacht hat. Ich hatte 299, aber ich habe da einen guten Draht. Ich bin Botschafter und ob ich eine Volllegende bin oder nicht, ist mir egal. Ich bin so, wie ich bin. Das ist das Wichtigste. Ist die Schnuppe. Wir kochen heute, wie du weißt, Berliner Küche mit Bremer Küche gemischt. Da bin ich so gespannt. Ich habe schon, bevor du hierher gekommen bist, habe ich einen Kartoffelsalat zubereitet. Oha. Der Bremer Touch dabei ist mit Grünkohl drin. Du weißt, im Norden, in Bremen essen die Leute Grünkohl. Da bin ich gespannt. Grünkohl hasse ich. Bin gespannt, wie es nachher im Kartoffelsalat ist. Dann kannst du es ja mal angucken. Gerne. Okay, ich glaube, das wird gehen. Thorsten, so, nochmal, also Fusion Kitchen, Bremen, Berlin, was machen wir? Die Berliner Bulette, kennst du, magst du, liebst du, aber ich habe mich ein bisschen informiert darüber, was denn die Bremer Küche ausmacht und bin da bei einem Gericht gelandet, das heißt Panfisch Bremer Art. Das ist Seelachsfilet mit einer Pfeffersoße. Jetzt habe ich mir gedacht, normalerweise ist ja eine Berliner Bulette halb-halb, halb Schwein, halb Rind und dann die Bulette. Was ist, wenn wir halb-halb-halb machen? Halb Schwein, halb Rind. Halb Fisch? Halb Fisch. Geil. Ich weiß nicht, ich habe hier mal zwei Schüsseln hingestellt. Wir machen einmal normale Buletten und einmal die Experimentiervariante. Oh. Was ich von dir brauche, ist hier einmal hacken, bisschen die Schliele wegmachen und Ich bin ein schöner Grobmotoriker, das war ich als Fußballer genauso. Aber gleich hacke ich das hier vernünftig. Ich überlege, ob ich wirklich den Schnitt mache, den ich gelernt habe oder nicht. Das teilen wir jetzt einmal hier links, einmal rechts auf. Halb-halb, alles halb-halb. Die Brötchen in Milch eingelegt, wie du das kennst. Junge, Junge. Halb-halb, Zwiebeln da auch rein. Sehr gut. Genau so, wie ich das mag. Einmal Salz, Pfeffer, links, rechts. So, wie ich Bock habe, oder? So, wie du Bock, nach Gefühl. Ja. Dann einmal links ein Ei oder einmal rechts ein Ei. Boah, parallel. Junge, natürlich. Ich bin begeistert. Oh, guck mal hier, bei dir direkt eine Schale drin. So, bei mir nicht. Wenn ich hier ein Stück Schale erwische, nix. Ja, guck mal. Der geht auf mich. Aha. Bist halt eben doch Nee, weil du einfach so ohne Liebe, bab. Da musst du ein bisschen Gefühl haben. So ein Ei ist, kennst du doch selber, so ein Ei braucht mal ein bisschen Liebe. Feiner Techniker. Weißt du, was ich gesehen habe? Stimmt es eigentlich, dass du bei Union immer noch scoretechnisch bist du noch der Erste bei Union? Wer soll sonst sein? 60 Tore, 60 Vorlagen? Das kann ich dir so gar nicht ad hoc beantworten, muss ich sagen. Wirklich nicht. Aber jetzt wird's wenn du das sagst, dann ist das cool. Aber es hat ja auch nicht so viele Menschen so viele Spiele gemacht wie ich oder halt wie der Trimi, obwohl er Standard schießt. Ich war natürlich noch ein bisschen offensiver als Trimi zum Beispiel. Aber wenn du sagst, dass ich 60-60 habe und du noch der Erste bin, dann freue ich mich natürlich. Aber irgendwann wird es jemanden geben, der vielleicht ein bisschen mehr macht. Ja, jetzt wo jetzt Union höchstwahrscheinlich wieder in die Champions League kommt, wenn es gegen Bremen jetzt gut läuft. Jetzt gegen Bremen müssen wir das Ding festmachen und das wäre natürlich völlig irre, wenn du das überlegst. International jetzt mal wieder, drittes Jahr in Folge. Also international wird es ja sowieso. Das Gefühl ist ja, wenn du jetzt nur Fünfter werden solltest, denkst du ja, du hast eine schlechte Saison gespielt, nicht? Weil du natürlich über 30 Spieltage lang unter den ersten vier bist und warst, willst du natürlich am letzten Spieltag das ganz Große machen, diese Hymne, Dienstag oder Mittwoch in der alten Försterei, was wahrscheinlich eh nicht möglich ist, weil ich glaube, wenn Champions League wird, geht es wahrscheinlich ins Olympiastadion, aber trotzdem, zieh erstmal rein, da kommt, wenn der Real Madrid kommt, Barcelona, Man City, Paris Saint-Germain, auswärts, da fahre ich auf jeden Fall mit auswärts. Oh. Du machst hier mal so ungefähr zwei Drittel davon da rein. Ja. Das sind insgesamt 750 Gramm. Ich möchte davon 500 Gramm hier drin haben. Wenn wir jetzt eine Waage hätten, das sind genau 500 Gramm. Zu 1000%. Jetzt. Haut drauf. Aber es ist okay. Jetzt ja nicht. Meiner. Was glaubst du, drei Jahre jetzt Union am Stück international,
Wann kommt der Einbruch? Wie kann man den verhindern? Du hast doch genügend erlebt während deiner Karriere. Wie kann man sowas verhindern? Ich war bis jetzt jedes Jahr, wenn ich ja immer gefragt werde, vor der Saison, was Union betrifft, immer vorsichtig, weil ich will, dass man das Ganze ja, einschätzen kann, was jetzt gerade hier so passiert und dass das nicht normal ist. Ja? Jetzt, wenn du dich natürlich jetzt wieder qualifizierst und jetzt wirklich für die Champions League, ist das, glaube ich, kaum zu toppen. Und die Frage ist ja, wie geht man damit um, wenn es dann vielleicht mal nur Platz 10 oder 11 werden sollte, wenn sowas passiert. Ja? Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann trotzdem sagt, ey, jedes Jahr Bundesliga ist trotzdem überragend für Union Berlin. Ja? Dass man natürlich nicht unbedingt schlechter werden möchte, ist ja auch ganz klar. Ja? Aber ich glaube, man kann jetzt nicht jede Saison davon ausgehen, dass man sich immer international qualifiziert. Wenn es denn so passiert, na überragend. Ey, da hat keiner was dagegen. Aber du hast es schon angesprochen, ja. Ich glaube, dass du jetzt natürlich anderes Spielermaterial bekommst. Union war, glaube ich, jetzt nicht nur, weil ich selber dort gespielt habe oder ein Botschafter bin von Union, eine geile Adresse in Fußball-Deutschland. Und jetzt kennt sie, glaube ich, international auch jeder. Wie froh bist du, dass Isco nicht gekommen ist? Bist du froh? Bist du nicht froh? Also ich fand es geil, dass er im Gespräch war, dass es Gespräche gab. Aber ich glaube, so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist, hätte er einfach nicht in das Gefüge gepasst. Und ich glaube, dass man dann extrem auf den Jungen geguckt hätte. Ja, und wenn der nicht funktioniert hätte, hätte man wahrscheinlich alles auf seine Schultern abgeladen und gesagt, okay, komm, war ja klar, mit ihm, wie soll das gehen? Und ich glaube, dass es am Ende gut so war. Aber die großen Stars werden ja früher oder später kommen, wenn die in die Champions League kommen. Aber es wäre trotzdem fett gewesen. Ich meine, wenn so ein Isco für Union Berlin spielt, ja, wenn er dann funktioniert, ey, ist das ein unfassbarer Fußballer. Aber das meine ich ja. Also wenn es jetzt in die Champions League geht, da kannst du ja jetzt nicht mehr ankommen, holst du wieder einen von Paderborn. Nee, das nicht. Aber ich meine, man darf natürlich aber nicht komplett den Weg verlieren. Ja? Also es muss natürlich alles in die Struktur passen. Finanziell natürlich, in die Gehaltsstruktur. Klar, wird man sich dann auch verändern müssen. Wenn man natürlich noch mehr Qualität holt vom Namen, aber dass man trotzdem gucken sollte, wenn man halt jemanden in Liga 2 oder wo auch immer hat oder einen ablösefreien Spieler von einem anderen Bundesligisten holt, die ja, ich glaube, zu 80% Spieler, die geholt worden sind, das waren nicht wenige, ich glaube, ich habe mal gelesen, es waren mal über 150 unter Olli Runert und es waren nicht viele dabei, die nicht funktioniert haben. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also da gibt es sicherlich ein paar Beispiele, aber die meisten, die auch mal beim anderen Bundesligisten waren und da vielleicht nicht die Rolle gespielt haben, haben bei Union hier rein. Na, das sind ja nur, das ist unser Lachsdingisch. Oh, jetzt wollte ich, das ist schon fast. Das hier ist unsere. Das ist unsere ganz normale, ja, stimmt. Das ist unsere normale. Also deswegen glaube ich, dass man nicht komplett den Weg verlieren sollte, dass man trotzdem weiterhin auf die gerade charakterlich achten sollte, ja, dass man hofft, dass man genug Informationen über den Spieler bekommt, wie er denn in so einer Gruppe funktioniert. Ich glaube, das ist das A und O, gerade bei Union Berlin, dass man halt da ist, wo man ist, weil die Gruppe extrem zusammen ist, ja. Ich glaube, jeder fühlt sich so schnell wohl in dieser Mannschaft, weil ich glaube, dass individuell ein paar Mannschaften vielleicht besser bestückt sind ja, als Einzelspieler. Aber du siehst ja, dass das ja nichts ausmacht. Ja? Oder dass das Entscheidende ist, ist die Gruppe, dass die funktioniert. Was sagst du? Bremen kommt jetzt an die alte Försterei. Ja. Niklas Füllkrug wird mit seinen 16, 17, wie viel auch immer hat, Toren wahrscheinlich Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Was sagt das über die Liga aus? Ja, ich glaube, dass ein Kunku lange verletzt war. Ich glaube, sonst wäre es er wahrscheinlich geworden. Mhm. Ja, das war im Allgemeinen, ich finde es ja geil, dass es ein deutscher Spieler ist, der Torschützenkönig wird, ein Neuner. Niklas finde ich überragend. Ich habe ihn in dem Jahr davor in der zweiten Liga oft sehen dürfen. Ist ein überragender Typ. Ja, aber dass es ausgeglichener geworden ist, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich meine, über Freiburg redet ja gefühlt keiner. Obwohl die Fünfter sind und vielleicht auch noch in die Champions League kommen könnten. Aber weil Union dort ist, nicht? Aber Leverkusen ist unten, Frankfurt ist unten, Gladbach, Wolfsburg. Aber genau, dann muss halt Union ja auch da sein. Und dann genau, und das, da sind sie da, ja. Und das ist, da sind sie da. Und, aber ich gönne es Fülle, dass das hinkriegt. Oder Lücke, sagen wir mal so, dass er Torschützenkönig wird. Obwohl er ja auch ein paar Spiele jetzt gefehlt hat. Er kann gerne noch zwei Tore machen, wenn wir 3-2 gewinnen oder 4-2. Und dann, ey, wenn da die Champions League sicher ist. Puhu, ich sage dir, das Stadion Köpenick, unsere Kneipe wird abgerissen. Ach stimmt, du hast jetzt eine Kneipe. Genau, Tusches Kick and Rush. 17, 5 Minuten Laufweg von der alten Försterei. Ich sage dir, die Tusches Kick and Rush. Genau. Du musstest natürlich auch deinen Namen noch in den selbst da rein. Na klar. Das ist, als wenn wir hier nicht bei Panfried Pogo, sondern bei Hannes Küchenwunder. Ne? So viel muss dann schon so sein. So sieht's aus. Ja. Und ich will mir das gar nicht. Also ich will es miterleben, weil ich werde da sein auf jeden Fall. Ich werde sicherlich auch im Stadion sein, weil ich erst Sonntag los musste, zweiten Liga zu Sky. Und boah, wenn das losgeht und wenn da der Abpfiff ist und wir sind für die Champions League qualifiziert. Boah, ey, Tobello. Ich würde sagen, ich gebe dir mal ein paar. Ich habe so das Gefühl, du bist doch einer in der Küche, der gerne hier da drin rummanscht, oder? Ich brauche nicht mal Handschuhe, aber das musst du entscheiden. Puh.
Ich nehme sie. Weiß ich nicht. Ich glaube, sonst werden wir in den Kommentaren direkt gefressen. Echt? Okay. Erste Folge. Das ist auch so ein Ding, ja. Weil da müssen wir uns wieder Gedanken machen, ob das jemand gefällt oder nicht. Das regt mich genauso auf. Und nur wie Essens. Ohne Spaß, ja. Ja, unhygienisch. Ja, na und? Wir haben Magen-Darm, nicht ihr. Aber wir machen's, damit sie nicht schreiben, ja, wie kann man nur. Komm, auf was willst du machen? Willst du die experimentellen Buletten machen oder die Originale? Nein, ich mach die Originale. Na, also. Geil. Schön rummanschen. Salz genau. Und gepfeffert hast du, ne? Natürlich. So, hier gibt's also die Fleischpampe gerade. Also ich muss sagen, nächste Woche kann ich schon mal sagen, ich sag noch nicht, mit wem wir nächste Woche kochen, aber da gibt's Dessert. Boah. Und gerne, wo wir jetzt gerade von Hatern und so weiter gesprochen haben, lasst uns alle Kommentare da, gebt uns Feedback, hilft uns weiter. Ihr wisst, Panfred Pogo ist erst ganz neu am Start. Seid lieb, seid gnädig, aber gerne konstruktives Feedback. Dankeschön. Immer her damit. Genau so sieht's aus. Wollte ich gerade noch hinterher schieben. Konstruktiv ist wichtig und nicht immer nur abkotzen. Für meine erste Mettbulette bin ich zufrieden, muss ich sagen. Habe ich so natürlich auch noch nie gemacht. Noch nie selbst gemacht? Nee, aber hier kann ich schön auf die Pauke hauen bei meiner Frau heute. Hey, Schatz, komm, soll ich dir mal Buletten machen? Ich bin der Buletten-Thorsten. Der Fricki-Thorsten. Fricki-Fricki. Ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Wie groß wollen wir die denn haben? Wer von uns kommt hier aus dem Osten und weiß das? Ja, aber ich habe dir ja gerade gesagt, dass ich es noch nicht gemacht habe, aber ich finde, das ist eine geile Größe, ey. Ja. Geil. Da steckt doch viel Liebe drin, muss ich sagen. Vier Stück, das sieht doch gut aus. So, ich habe hier, es fehlt ja noch was. Was denn? Und zwar die Senfsoße. Oh. Die Bremer Senfsoße. Ja. Die gibt es auch natürlich noch dazu. Aha. Die bereite ich hier mal nebenher vor. Die Mostrichsoße. Der Mostrich. Macht die anderen auch. Versuche ich auch mal vier hinzukriegen, ja? Jawohl. Ich glaube, das ist eine geile Kombo. Aber. Senfsoße. Nicht so. Ich habe auch sowas noch nie gegessen, muss ich sagen. Ne? Also es gibt Fischfrikadellen. Ja, Logo. Aber dann halt nur Fisch. Ja, aber das dachte ich mir, das wäre doch zu langweilig. Ja, super, ich finde das geil. Wenn wir hier was machen, was es schon gibt. Das kann jeder. Kannst du es gleich sein lassen. So, ich mache hier mal eine kleine Mehlschwitze. Weißt du, was das ist? Jetzt hau doch nicht auf die Pauke, ey. Junge, Junge, hast du schön gegoogelt? Ach, Mehlschwitze, komm, das hau ich einfach mal rein. Ich der dumme Dusche, der wird das nicht kennen. Die Mehlschwitze ist wahrscheinlich das unschönste Wort der Küche, oder? Mehlschwitze. Aber? Wie das klingt. Braucht man aber. Mehlschwitze. Das ist schon nochmal, gibt dir nochmal. Hast du stark? Also auch, ein bisschen ungleichmäßig, aber egal. Das sind meine beiden, das sind deine. Davide braucht auch noch was. Natürlich, Davide kriegt. Thorsten Matuschka, ja. Ist sich nicht zu fein, um Buletten nochmal zu formen. Natürlich, nicht. Null. Ich bin mir für nichts zu fein, muss ich sagen. Finde ich auch wichtig, dass man auch über sich selber lachen kann. Kann Leute nicht leiden, die gerne Scherze über anderen machen, aber selber fest sind, wenn sie mal selber mal einen Spruch kriegen. Ich finde, mal sich selber mal nicht zu ernst zu nehmen, ist eine ganz coole Eigenschaft. Aber kann natürlich und hat nicht jeder. Aber ich bin auf jeden Fall einer, der geile Buletten machen kann. Nur mit dem Kopf rein, so zack. So, sorry, jetzt, ich war kurz halbwegs. Die Mehlschwitze, die hat mich ja mal gespannt. Die hat mich ja schon wieder hier yes, das auf Trab gehalten. Ja. Ich hab dich darf ich jetzt ausziehen oder noch nicht? Zieh aus. Ich hab obwohl, dich einfach mal, ich muss darüber machen. Ja, hast okay. Du auch recht. Ich hab dich einfach mal sammeln lassen, weil ich war kannst so auf die Mehlschwitze kein, konzentriert. Ja, sieht jetzt noch nicht spektakulär. Soll's auch nicht. Komm, hau die Buletten rein. Ja? Jawohl. Komm, ich fange mit den Fischdingern an. Wir dürfen bloß jetzt dann nicht die Pfannen verwechseln, ne? Komm, schwarz ist Fisch. Schwarz ist Fisch. Und weiß ist die normale. Aber ich habe die Pfanne nicht angemacht. Ja, und wir wundern uns, warum hier nichts passiert. Ist egal. Was passiert? Ich hab einen Job. Guck mal, ist nicht schlimm. Da sehen die Leute draußen, dass du auch nur ein Mensch bist und keine Maschine. Ein Job. Halb Mensch, halb Maschine, genau. Halb Dachs. So, dann hau doch hier die echten da rein. Oder sind das die falschen? Jetzt, nein, ich hab den Überblick das verloren. Sind die echten. Ab jetzt. Geil. Zack. Geile Dinger, ey. Und das Gute ist, ich kann ja sagen, dass der, falls Sie mit dem Fisch nicht schmecken sollten, ich hab's ja nicht gemacht. Nicht dein Schild. Mach ich die ein bisschen runter. Stark. Dann wird es hier ja, wie Toni Kroos hier. Ja, die Fäden gezogen, die Geschwindigkeit. Ja. Hab ich alles auch mal Kontrolle. Anpassen, wenn was nicht funktioniert, Barb, okay. Bisschen verlangsamen das Spiel. Weißt du, über wen wir noch nicht gesprochen haben? Über wen denn? Ist Urs Fischer. Was hältst du vom am Höhepunkt abtreten? Champions League. Also, was soll man rausbringen? Ich glaube, die Frage stellt sich Urs vielleicht auch selber. Ja, aber er hat, glaube ich, einfach Bock auf diesen Verein und dass da einfach noch nicht Schluss ist. Die Frage ist, was, klar, was kann jetzt noch kommen? Ja, aber ey, ich glaube, er hat Bock einfach, das Ganze nochmal immer wieder zu bestätigen. Ich glaube, das ist Urs mit seinem Trainerteam, Herausforderungen anzunehmen und jetzt die Mannschaft ja nochmal verändern zu können. Wahrscheinlich mit einem anderen Spielermaterial als die Jahre davor. Weil, wenn du Champions League kommst, jetzt mit
dem Bremen-Spiel am Wochenende, hey, dann kannst du natürlich ein ganz anderes Regal zugreifen. Ja, und vielleicht sagt er sich, ey, komm, dann habe ich genau mal Bock, auch mal mit solchen Spielern, die wahrscheinlich schon mal, keine Ahnung, wo im Ausland oder auch in der Bundesliga und selber schon Champions League gespielt hat, dass er einfach vielleicht nochmal mit anderem Spielermaterial auch nochmal sehen möchte, ob er auch da nochmal einen Step weitergehen kann. Ja, ob das vielleicht dann nochmal ein anderes Spielsystem ist oder ob er dabei bleibt, das werden wir sehen. Kommt sicherlich darauf an, wenn Champions League kommt, verändert das natürlich auch, ey, das ist natürlich ein Meilenstein für den Verein. Was ist das, was das für Geld ist, was da dann fest reinkommt. Und, oh, nicht schlecht, muss ich sagen. Sieht schon mal ganz geil aus. Nein, ich glaube, da hat er Bock drauf. Ja? Ich glaube auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass er sagt, ey, jetzt ist Champions League. A, hat er noch verlängert. Und B, glaube ich, fühlt sich Urs extrem wohl. Wie sieht's aus denn hier? Sehr gut. Extrem wohl bei Union Berlin. Und ich glaube, der passt einfach wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Und diese Konstellation ist einfach sensationell. So, übrigens hier, Mehlschwitz ist durch. Jetzt habe ich da Fischfond dazu gegeben. Junge. Und das muss jetzt hier so 10 Minuten lang köcheln, damit der Mehlgeschmack weggeht. Okay, so, ich guck mal die Buletten, wie die aussehen. Jawohl. Und kannst du mal den Rührfix machen? Wie ich die auch umdrehe mit so viel Liebe, dann merkst du richtig, dass die Bulette sagt, danke, Thorsten. Wie du mich umdrehst, ist einfach sensationell. Dann machen wir doch mal hier die Sahne rein. Na jetzt? In unsere Senfsoße. Ja, also auf die Soße bin ich echt gespannt. Weil da kann ich richtig ablästern. Wenn die nicht schmeckt, sage ich, was ist denn das? Gibt's doch gar nicht. Zu Recht. Du machst jetzt hier mal dein Buletten-Bingo. Ja, ich mach mal hier. Ich mach dich. Du bist hier der Soßen-Sven und ich hier der Buletten-Thorsten. Ich würde sagen, wir machen hier noch die Finishing Touches und dann gehen wir zur Verkostung. Also, ab jetzt ein Cut und dann sehen wir uns gleich. So sieht's aus. So, wir sind am Ende, Tusche. Was haben wir gemacht? Wir haben Lachsfrikadellen gemacht, also Berliner Frikadellen, Bremer Art, dann auch noch den Berliner Kartoffelsalat mit Grünkohl aus Bremen. Erweitert. Erweitert, genau. Also ich habe richtig Lust, das zu kosten. Ja? Komm, komm. Happy, okay. Happy. Also hier. Also ich muss sagen, es sieht schon mal echt überragend aus. Komm mal her, bitte. Schau dir das mal an. Das sieht schon gut aus. Da haben wir hier, das ist die Lachsfrikadelle, das ist die normale, genau. Nicht Frikadelle, Bulette, Entschuldigung. Bulette, ja. Und hier haben wir den Kartoffelsalat. Komm, rein da. Womit fangen wir denn an? Auf jeden Fall mit der Lachsfrikadelle. Lachsfrikadelle. Definitiv. Durch. Sehr gut. Schon ein bisschen kalt geworden, wir haben hier lange angerichtet. Ja, aber ich finde es gut. Mit der Senfsoße. Mhm. Ich finde, dass man den Lachs natürlich rausschmeckt. Ja, stimmt. Mehr als alles andere, aber... Das geht. Also Fleisch und Fisch ist ja... Also, kennst du Surf and Turf? Steak, ja. Wo das Gamba, wo ein Gamba... Aber ansonsten Vitello Tonato, Tomato Tonato. Sehr aber gut. Ansonsten Fisch mit Fleisch macht man nie. Sollte man vielleicht. Jetzt probieren wir mal die normale. Ich mache erstmal den Kartoffelsalat. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt mal die Bulette. Die normale Bulette. Die normale. Hm? Kartoffelsalat könnte ein bisschen mehr Salz gebrauchen. Ja, aber ist ja auch mal Geschmackssache, kann man ja. Ja. Wenn man möchte, nochmal nachfeuern. Und der Grünkohl da drin stört gar nicht, oder? Erweitert vielleicht sogar. Ja, schmeckt relativ nach fast nichts. Mhm. Aber auch nicht stören, immerhin. Null. Ich würde sagen, also was sagst du? Experiment geglückt? Ja, 100%. Wirklich jetzt. Also wenn es das geben würde und ich weiß, es schmeckt so, würde ich mir bestellen. Ehrlich jetzt. Nicht nur, weil wir jetzt hier sitzen, weil das finde ich echt eine coole Kombo mit dem Kartoffelsalat. Das habe ich so noch nie gegessen, aber eine coole Idee und schmeckt verdammt normal geil. Dann würde ich sagen, haben wir unser Ziel erreicht. Bremen und Berlin funktioniert auf dem Teller. Muss nicht am Wochenende auf dem Platz funktionieren. Ist ja völlig egal, aber danke, dass ihr dabei wart bei der ersten Folge Panfried Pogo und danke, Tusche, dass du dabei warst. Sehr, sehr gern. War mir eine Ehre. Dankeschön. Ciao. Und jetzt wird gefuttert. Ja, jetzt kann ich ohne Besteck essen. Jawohl.